Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Wir stehen hier noch in Neapel, in Napoli. Und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht. Scheinbar nach Slowenien, nach Maribor. 1190 Kilometer, 17 Stunden 20 Fahrzeit, das dürfte ungefähr eine Stunde 40 sein, eine Stunde 30, so eine von der Fahrzeit her. Ja, ne? Im Anbetracht der IRL-Uhrzeit wird das eng und Schmerzen für die Augen, aber it is what it is. Bringt am meisten Kohle. Ich hoffe, ich bringe die Fracht, die Yacht, für 6.500, wir haben auch nur 2,5 Stunden Zeit, oh je, für 6,5 Tonnen, dass ich die auch gut nach Maribor bringe, ist schließlich eine zerbrechliche Fracht und wir haben 1200 Kilometer, um Scheiße zu bauen. Bringe dann es nach Balkan Loco, aber die 60.000, die sind doch schon ziemlich wichtig. Yes. Ich muss auf alle Fälle tanken. Das steht schon mal fest, weil der Schluck schwächt hier ja es nicht anders will. So, wie weit haben wir jetzt? 11 Kilometer bis zum Yachthafen. Was war jetzt? Wahrscheinlich Startplatz, ne? Biege nach rechts ab. Frei. Biege nach links ab. Man sieht so viel. Wenn ich am Anfang jetzt ein bisschen mehr über meine Wörter stolper, dann nicht wundern. Ich bin gerade erst mal wieder aufgestanden. Ich bin noch im Halbschlaf. Ich bin jetzt gerade wirklich ungefähr so, weiß ich nicht. Lass mich lügen. 7, ja, vielleicht doch 10 Minuten, 15 Minuten wach. Hab dann auf die Uhr geschaut und dachte, oh shit. Da muss ich jetzt mal langsam mich hinsetzen. Das war jetzt auch ein Tag nach dem Ganzen, nachdem ich ATS aufgenommen habe. Also wir haben jetzt gerade Mittwoch für mich. Kreisverkehr, aber. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Aber ja. Warum sollen wir jetzt nach. Achso, weil es ein Kreisverkehr ist, oder? Okay, ja. Also, ja, mehr oder weniger. Ich war gerade kurz verwirrt. Ich war wahrscheinlich gerade aus der andere. Und auf 40. Pff, 1200 Kilometer. Können wir gleich mal gucken, wenn wir die Fahrt abholen, wie weit ich jetzt vom nächsten Level entfernt bin. Wahrscheinlich müssten das wahrscheinlich so zwei Fahrten sein. A 1200, wo ich ein neues Level habe. Immer geradeaus. Na klar. Kann aber ein bisschen Gas geben. Das Tempo haben wir sehr schnell. Und da sind wir auch schon gleich bei der Marina. Wo wir jetzt gerade, ja, wo ich gerade in Gedanken dabei bin. Ausfahrt rechts nehmen.
Hier, soweit ich. Ich bin gerade unsicher. Ich glaube, soweit ich weiß, kann man ja mittlerweile. Oder vielleicht auch schon seitdem ich in der Schule war. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe. Das befürchtet. Schreibt man ja. Also, ich habe zumindest so gelernt, dass man Yacht mit J schreibt. Ich glaube, das muss eine Spiele gewesen sein. Ich glaube, das war dann wahrscheinlich, als ich irgendwie. Entweder war es noch in meiner Grundschulzeit oder kurz danach, dass da neue Rechtschreibreform kam und dann durfte man Yacht auch mit J schreiben. Wie schreibt ihr Yacht? Mit J oder mit Y? Also ich schreibe es halt mit J. Weswegen ich mich auch immer geweigert habe, in der Videobeschreibung, wenn ich die Yacht gefahren habe, soweit ich mich jetzt gerade zurück erinnern kann, dass ich mich dann immer geweigert habe, Yacht mit J zu schreiben, sondern einfach konsequent, auch wenn es hier mit J stand, habe ich es mit Y geschrieben. Einfach weil bei mir halt noch so im Kopf so drin war, so, also klar, ne, auch sehr, ist egal, ob man es ja so oder so erschreiben kann. Aber wenn man es halt lernt, so mit, ja, man schreibt Yacht wie das Jack, dann schreibt man Yacht halt genauso wie das Jack mit Y. Was war das noch? Ich habe keine Ahnung. Demnächst rechts abbiegen. Das sind echt so weirde Erinnerungen, an die ich mich sogar noch erinnern kann, die ich nicht irgendwie verdrängt habe, weil es irrelevant ist. Von da auch kommt. Wild wie das Engel, wild wie Engel das jetzt. I like it. Was soll ich sagen? Ich kann mich noch so erinnern, dass ich glaube, halt in der Grundschule und so. Ich weiß nicht, ob es erste oder Klasse war, wahrscheinlich. Vielleicht auch zweite, I don't know. Wahrscheinlich erste, oder? Da halt im Buch. Oder whatever man hatte, dass es da so ein, naja, dass man halt so das Alphabet hatte mit Beispielen und Bildern, weil, naja, damit die Kids auch wissen, was jetzt beispielsweise eine Yacht ist oder eine Jack ist oder whatever. Und da kann man eben hier erinnern zu können, dass auf alle Fälle ein Bild von einer Yacht war, vom Jack und, woran ich mich auch noch erinnern kann, Moment. War gar keinen Sinn. Das war dann danach. Ich war gerade bei Xylophon und dachte mir, ja, never mind. Das fängt ja auch mit Y an, Kappa. Was waren denn noch? Das waren, glaube ich, mindestens drei Sachen. Nicht nur die Yacht und das Jack, war da nicht noch was? Biege nach rechts ab. Ah, wahrscheinlich haben. Oder? Hat man da vielleicht das Y genommen als Beispiel? Ich habe keine Ahnung. Dafür ist es echt zu lange her. Aber ans Jack kann er mich doch erinnern. Ich glaube, dann wurde auch erklärt, was ein Jack ist, also wo das für vorkommt und whatever. Das sind eher so Kleinigkeiten, die man noch sich behalten hat, weil sie halt eher so beiläufig relevant waren. Quasi sekundär relevant und primär relevant war halt nur, wie man das Wort schreibt. Warum sein Info, sein Hirn mit mehr Infos vollstopfen als nötig? So, Mensch, wir haben jetzt die Fracht und ich habe noch nicht die ganze Weise Sachen geguckt. So, wir gucken erstmal, wie wir jetzt fahren. Wir fahren jetzt hoch zur A30, fahren die A30 in Richtung Richtung Casino, wo wir dann auf die A1 wechseln, wahrscheinlich schon vorher.
Dann wechseln wir bei Rom auf die A90, die dann wieder zur A1 wird, bei Terni. Dann geht es die A1 weiter hoch, an Florenz vorbei, an Bologna vorbei. Und bei Bologna geht es dann auf die A13, dann auf die A4 an Venedig vorbei. Dann geht es die A4 weiter hoch, die dann zur A, wo wir dann von der A4 runtergehen auf die A23. Dann geht es nach Österreich rein, da fahren wir auf der A2. Die A2 bis Graz und bei Graz geht es dann runter auf die wahrscheinlich auch in. Wobei, wahrscheinlich ist es die A9. Die A9 wird dann zur A1 und da sind wir auch schon in Maribor bzw. in Marburg. Oder bleiben wir bei Maribor. Dann sind wir wahrscheinlich schon in Slowenien und können gefahren abliefern. Und das andere ist hier S, okay. Das andere wollte ich gucken, wegen Karriere. Ah ja, da war ja was. Das ist ja komplett neu. Ich habe es wieder voll vergessen und voll verdrängt. Aber nie, wir sind wahrscheinlich da so bei 4K, wenn wir ankommen. Ja. Auch interessant, dass man hier sieht, wie das mit dem Profilbild war. Also ich finde interessant, dass die häufige Frage der Covid-19-Impfstoff war. Gut, ist natürlich verständlich, wenn man bedenkt, dass das Weihnachtsevent unterschiedliche Frachten hatte. Immer geradeaus. Und ich weiß nicht, ob ich davor halt noch irgendwas gefahren habe, aber Immer ich glaube, das geradeaus. Covid-19-Event, das war ja, meine ich, auch irgendwie so ein Ding, wo. Dürfen wir 70 oder 80? Das dürfen wir doch 70. Das war ja auch so eine Fahrt, wo man, glaube ich, irgendwie. Wann, wie viel waren das? War ja schon eine deutlich höhere Zahl als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 14 oder so oder 16. Ich meine, das waren mindestens 19, wenn nicht sogar 23 Fahrten. Und dann ist natürlich klar, dass man. Ja, dann halt eher so dass der Fokus dann eher darauf ist, so was die Statistik ist, wenn man bedenkt, oh, vielleicht was mit 29. Also es war schon eine immens hohe Zahl, so, ne? War ja auch so Peak Time von Covid, von der Pandemie, wo dann halt die Impfstoffe rauskamen. Dementsprechend, ja, Rundumleuchte kann man machen, wa? Ist, glaube ich, auch ganz in Ordnung. So, weg von den Bäumen. Was ich eigentlich nochmal mache, ist auf jeden Fall, dass ich nochmal, dass ich Transportfieber nochmal zu Ende mache. Beziehungsweise damit beginne. Am Bin ja Kreisverkehr gestern erste auch doch nicht Ausfahrt wählen. zugekommen. Nimm diese Ausfahrt. Eieiei. Jetzt nehmen wir aber die rechte Spur, weil wir doch schon ein bisschen Überbreite haben. Demnächst rechts abbiegen. Bin ich zu weit da? Ich bin eher zu weit da, ja. Biege Schwertransport nach sind wir rechts ab. nicht. Bin ich, wobei, nee. Interessiert mich nicht, weil ich es, glaube ich, mal geprüft habe als das Feature. Rauskam, dass man nicht mit. Dass man in so gesehen, dass man. Permits dafür braucht. Also hier, Dings, weiß nochmal. Ja, man braucht halt Rechte dafür. Was nutzen?
Berechtigung. Glaube ich, ein passendes Wort dafür. Die ganzen Bäume hier wieder. Die so nah über die Fahrbahn rausragen. Dann erstmal auf nach Rom. Ich werde auch einfach noch was essen müssen. Also ja, man merkt, was ein Unterschied ist, wenn man vorher noch die Möglichkeit hat, irgendwie was zu essen. Oder sich die Zeit dafür nimmt. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich gestern aufgestanden bin. Eine halbe Stunde früher oder so. Bitte rechts halten. Na klar. Sind wir also bei Rom. Also 60.000 wären gut, wenn wir die bekommen. Dann sind wir wieder bei mindestens 200.000. Sind wir dann bei 200.000? Ja, wir bezahlen. Wir bezahlen eigentlich nichts. Also das Einzige, was wahrscheinlich reinkommt an Kohle, ist dann vom Fahrer. Von der Fahrerin. Weil überhaupt. Ist hier unten natürlich Maut, ne? Aber es werden jetzt keine 800, keine 9000 Dollar sein. Wodurch, also keine 8000 Dollar, wodurch wir dann unter die 200.000 sind. Ah, ich muss auch tanken. Aber gut, ja. Kleinigkeiten halt. Also sind wir wahrscheinlich wieder über 200.000. Wenn alles rund läuft, ne? Nicht den Tag von Abend loben. Erstmal ein bisschen zwischenspeichern, ne? Tanken. Bevor ich es vergesse. Hier müssen wir hin. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ich wäre ja auch mehr runtergegangen, ne? Das wäre nicht das Ding gewesen. Aber das Problem ist natürlich, dass ich dann mich halt aus Fressbad gelegt hatte. Deswegen bin ich. Habe ich es langsamer gemacht, also, ne, weil, wenn es eine Geradstrecke gewesen wäre, gar kein Problem. Aber da es halt, ne, kurvenreich war, müssen wir jetzt einfach mal die 1.100 Euro mitnehmen und tanken jetzt einfach für 1,90 Euro. Oder auch 867 Euro für 456 Liter.
Aber lass irgendwann mal irgendwie die Polizei mich dafür dann rankriegt, da waren wir schon klar. Wenn da Athena steht, dann denke ich immer an Athen, aber ist ja nicht Athen gemeint. Mich auch interessieren, ob quasi es Systeme gibt, weil wir haben ja teilweise hier im Dashboard solche Dinge, wo man das zumindest implementieren könnte. Ist halt nur die Frage, ob es in der Realität auch funktioniert. Also klar, muss ja im Grunde genommen, ne? Also wenn es keiner quasi Abstandhalter ist, ja sensormäßig möglich und wäre ja bestimmt möglich, dass es dann auch berechnen kann, wie die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs ist. I don't know, ob es das gibt. Könnt ihr ja mal sagen, wenn ihr es wisst. Ob es so ein Tool, nennen wir es mal, gibt. Schön mittig. Ja, war ganz gut Platz. 37 Euro. Wir haben Platz. Ab nach Firenze. Bitte rechts halten. Und Ancona. Wie, ihr macht jetzt eine Vollbremsung? Aber ihr kommt da drauf. Super. So, jetzt nicht nach Ancona, sondern bis nach Firenze. Nord? Wo sind wir denn gerade? Aber oh, wir sind immer noch bei Rom. Oh lol. Ich dachte, wir wären schon längst an Rom vorbei. My bad. Ich dachte echt, wir wären schon an Rom vorbei. Aber gut. Weiter geradeaus fahren, ne? Ich bin, glaube ich, jetzt 5. Ich fahre 5 mal im Tempolimit. Im Toleranzbereich. Haben wir nichts zu ziehen. Oder auch nicht.
Okay. Finde ich super. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Und die nächste Maut. Gehen wir schon mal fleißig runter. Hinterher. Hier haben wir schön viel Platz. Und dann geht's jetzt. Ja, dann sind wir jetzt an Rom vorbei. Wir sind ja schon bei Terni. Dann kann ich aber jetzt auch 5 Jahre Tempolimit fahren im Toleranzbereich. Überholvorgang gewinnen wir, weil er abbremsen muss. Es wird eine Menge angeschildert, angetafelt. Wie weit war es eigentlich von Orbis nach Rom? Okay, das war jetzt so. Okay. 300 Kilometer haben wir schon drunter. Das ist ja schon eine Menge. Ein Fünftel, um genau zu sein. Bis wir ein Viertel in der Wald. Ein Fünftel. Ist ja auch nice mit den Wolken. Eine Skybox wieder. Mit der bisschen tiefer hängenden Wolke unter der großen, massiven Wolke. Wolkenkonstrukt. Ja, schon. Schon nice. Sieht ein bisschen nach Regen aus, würde ich sagen. Kann aber auch täuschen, weil die Sonne hier auch weggeht. Im Gegensatz zu IRL, wo sie rumkommt.
Wir umbiere. Und so jetzt nach Toskana. Ja, ich finde schon cool, dass das immer so angeschildert ist, wo man sich jetzt gerade, also in welchem Gebiet man sich befindet. Lazio, Toskana. Was es eigentlich noch so alles gibt. Da vorne was? Nee, ist noch ein bisschen hin bis zur nächste. Mal kommen alle mit unserem Tempo. Ah, nee. Geht schon klar, wenn ich bin vorgeworfen, schade, glaube ich. Ja, weil wir level die Bänder hinten dran, weil so viel Verkehr gerade ist. Livorno und Ancona. Für uns geht es weiter Richtung Firenze. Hier ist gerade eine Menge los hier. Auf der. Wo finden wir uns nochmal? Sind wir jetzt gerade auf der. Okay, wir sind auf A1. Halb 10 haben wir es. Weil ich jetzt gerade wegen Karriere mich gerade frage, ob das jetzt nur daran, also kann ich mir nicht vorstellen, ich glaube, es wird wahrscheinlich so ein allgemeines Ding sein, ne? Ich habe mich jetzt gerade kurz gefragt, ob es vielleicht daran liegt, weil ich jetzt sag schnell, weil es halt ein Dingsprofil ist, Profil, das verbunden ist mit World of Trucks. Ob es daran liegt, aber ich bin mal sehr davon aus, dass es allgemeines Ding ist. Sehr schön, der fährt ab. Einer von denen ist langsam, wahrscheinlich der vordere. Fürchte ich jetzt ja gerade mal.
nahm der Verkehr wieder ab. Wir müssen noch mal zunehmen. Zum Überholen an. Oh, warum muss es wieder enger werden? Warum ist hier eine Brücke oder whatever? Wer biegt ab? Biegt ab. Biegt ab. Ist auch wieder ungünstig hier alles. Was hier nochmal enger? Jawohl. So, Konzentration. Wir haben Platz auf der linken Seite. So viel Übergang haben wir nur noch wieder nicht. Also falls ihr euch fragt, warum ich jetzt gerade ein bisschen anders klinge, ich hänge jetzt quasi gerade im Bildschirm. Unter anderem auch, weil es dunkel und noch dunkler wird hier in-game und weil es draußen heller wird und weil es fucking eng ist. Für der Zeit für einen neuen Rechner, damit ich mir ein Lenkrad holen kann. Okay, so sortieren wir es dann mal noch nicht ein. Ne? Wir haben dann. Der Abstand ist nicht groß genug. Ich werde wahrscheinlich jetzt gleich eh wieder ein bisschen Meter gut machen, weil. Okay, ja. Ja. Jetzt geht es auch noch bergab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, war ja. Jetzt haben wir wieder mehr Platz. Und jetzt haben wir einen Unfall. Haben wir erst recht die Möglichkeit zu überholen. Und dann kann ich jetzt die Mittelspur wechseln wieder. Hat ja perfekt geendet, das ist der Überholvorgang. So, Venedig haben wir auch schon ausgeschildert. Auf nach Venezia. Und Bologna. An Bologna fahren wir erst vorbei. Nimm die Ausfahrt rechts. Um 40 konnte ja keiner rechnen. Aber schau ich mal wieder raus. Das ist wahrscheinlich bei Bologna, ne? 614 Kilometer noch. Die Hälfte haben wir jetzt sogar schon geschafft. Wir ziehen gut weg. Wir haben auch nicht viel zu schleppen.
Gehen wir wieder um 85. Silvester Bologna. Ne, Silvester Bologna, dann geht's jetzt nach Venedig. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nach Ferrara und Venezia. Nun die Ausfahrt rechts. Runter auf 60 vielleicht. Wunderbar. Schön mit dem Mond hinterm Hochhaus. Hier an der Mautstrecke vorbei. Oh, ein Pfeiler geradeaus. Richtung Venedig und auch im Grunde genommen Richtung Österreich. Ein bisschen mehr Konzentration. Sehr gut. Jetzt nichts weiter dazu sagen, weil ich nichts schinken will. Deswegen lasse ich es mal unkommentiert. Weiher. Aber ich habe mich wahrscheinlich zu sehr rechts einsortiert, deswegen hat er mich dann vorher gelassen. Villach ist ausgeschildert. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. So, wir müssen schlafen. Das heißt, wir schlafen am besten bei der nächsten Gelegenheit. Nimm die Ausfahrt rechts. Weil die Zeit danach, die haben wir auf alle Fälle. Also da fahren wir nachher gleich nur noch 6 Stunden oder so. Gut 7 Stunden. Je nachdem, wo wir schlafen können. Ja, zwar noch Puffer und so, aber
Aber man muss ja nicht übertreiben, ne? Euro. Weiter nach Paris und Villach. Du hast Triest. Bitte links halten. Links halten machen wir. Haben wir gleich eine Schlafmöglichkeit? Nö. Halt nur in Venedig, also hä? Ist halt keine von den typischen Grenzübergängen, wo man dann nochmal schlafen kann. Wo kann man denn jetzt hier pennen? Hätten wir aber wirklich bei Venedig raus? Okay, danach kommt noch was, ne? Ja, danach. Easy going. Nicht mal allzu weit. Bleib mal hinter dem Kollegen. Ah, wird eng. Vielleicht kommt noch mal erst die Maut. Um 1000 Meter, um genau zu sein. Ich habe vorne auch Lichter, rote Leuchte. Ganz vergessen. Für den Täterpass rechts bleiben. Ich wollte nicht wieder nach links. Rechts wäre noch besser gewesen, den Täterpass zu nehmen, weil da mehr Platz ist. Von unserem Startplatz.
aber ich muss auf alle Fälle jetzt mich wirklich gleich hinsetzen. Also diesmal editiere ich auch jetzt nicht dieses Video. Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Hauptsache das ist aufgenommen. Aber dass ich dann. Ja, ist ja gut. Okay, lass uns eine neue Route finden. Oh, Dreck ist so hier vorne. Holy shit. Ja, dann hauen wir uns mal eben aufs Ohr. Und fahren bei Tageslicht dann weiter. Ach, die Luftdruck wieder. Ja gut, das ist wieder weg. Weil 360 der Meter doch. Weil wenn wir das jetzt einfach nicht machen, dann weiß ich einfach, dass jetzt ich dann, wenn ich wieder die Möglichkeit habe, dass ich dann einfach wieder. Also andere Sachen wieder dazwischen kommen. Wo ich es zwar prinzipiell auch machen kann, aber halt dann nicht so fokussiert auf bin. So, jetzt soll ich auf alle Fälle schon mal damit anfangen. Jetzt, wo ich es noch die Ruhe habe dafür. Später haben wir es. 13:37 Uhr. Hat der noch gepasst hier mit der Aufnahme? Sonne will ja bald rumkommen. So, nach Ljubljana geht's noch nicht für uns, oder vielleicht doch? Doch, wahrscheinlich schon. Klar, jetzt geht noch. Jetzt nach Ljubljana ein. Weil Ljubljana ist ja Maribor. Oder? Nee, doch, nee. Maribor war nicht. Ljubljana war, was war nur Ljubljana? War ja auch irgendwas, was wir so schön deutsch genannt haben. Laibach. Genau. Wahrscheinlich ist er aber nicht nach Ljubljana. Aber jetzt doch nochmal irgendwie 5000 runter und sind bei. Scheiße. Gut. Fahren wir 60 Kilometer mehr. Und fahren dann jetzt. Die R4 weiter und dann die R1 hoch an Ljubljana vorbei nach Malibu. Wahrscheinlich 60 Kilometer jetzt mit durch die mich die Sonne jetzt so mehr oder weniger das Genick nicht, aber im übertragenen Sinne. Maut. Bleiben dann halt hier. Okay.
Mord von 41. Ah, wir sind noch bei 30. Nö, sind wir nicht. Kurve zur Überholfunk ansetzen. Muss ich nicht jetzt noch machen. Lowfield Family Plant Farm. Okay. Bin ich auch noch nicht gewesen. Ich wäre gerne mehr rechts, ne? Also, just saying und Überholverbot und so. Oh, war ja. So weit weg ist wegen der Schräglage. Die wird gleich wahrscheinlich auch nochmal haben, deswegen gehe ich nochmal runter auf 75. Aber wieder so eine ähnliche Kurve haben. Just in case, ne? Weil wir wollen ja nichts auf dem letzten zusätzlichen 330 Kilometer und versemmeln. Das muss ja nicht sein, wa? Noch ein Überholverbot. Zone, da war ja was. Aber es gibt immer wieder Leute, die trotzdem überholen. Er staut sich's. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts.
schön hier mit dem Gebäude. Ach, Gebäude, mit dem Lärmschutz. Wo wir über die Stadt rüber gefahren sind. So halb. Erst nochmal in Triest. Imperator 18 von 27. Bisschen Triest. Jetzt nur 70. Oh. Ja, ich komme runter. Könnte keine Ahnung, dass wir mal eine Stadtdurchfahrt machen. Aber ich bin der. Auch nicht unglücklich drüber. Auf alle Fälle Notiz an mich, beim nächsten Mal nach dem Schlafen dann kurz mal Spinner starten. Vielleicht bringt das ja was. Zumindest solange ich auf dieser Mühle bin. Natürlich jetzt noch am Tag liegen, aber jetzt gerade eher weniger. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. 50 dürfen wir sogar. Machen wir das doch auch. Und beschleunigen wieder raus. 240 Kilometer noch. Wir wären jetzt gerade so, wenn ich mich nicht verfahren hätte, wären wir jetzt bei 180. Verbot. Ich sag jetzt einfach mal so, als ich sage es auch so, als ob ich das nie machen würde. Das ist aber auf alle Fälle eine Sache, da sollte ich mich dran erinnern, wenn es dann mal wieder so richtig losgeht mit ATS und ATS 2. Dass ich mich dann auch daran halte. Ich meine, jetzt ist es ja auch hier eher so ein, ja. Ja, gut, es ist nicht komplett realistisch so gesehen, wie ich es sonst fahren würde. Und auch nicht so richtig arcadisch. Keine Ahnung. Arcadisch realistisch vielleicht. Ah, no, so ein Zwischending, was mehr bei Realismus ist. Auch nicht in allen Bereichen.
Meine Güte, kannst du mal aufhören zu lecken hier? Das finde ich wahrscheinlich hilfreich, weil die Sonne gerade sehr stark zeigt, dass sie kräftig ist heute. So, jetzt kann man wieder überholen. Überholen wurde es aufgehoben. Ja, die Raststätten hier sind auch schon cool. Ich bin ja wieder müde von der Sonne. Ich glaube, das letzte Mal. Jetzt geht es nach oben und dann sind wir gleich in Maribor. Bitte links halten. Links halten. Da fahren wir auch bei Ljubljana erst vorbei. Kann ich auch sein. Wir sind noch bei Ljubljana. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Hier wieder die 40, die 60. Das sind auch wieder Unterschiede, ne? Frankreich ist ja auch 40, nicht 60. Dann geht es an Ljubljana vorbei. Ja. Die Müdigkeit gekickt. Bitte links halten. So, jetzt aber Endspurt.
Also ne, in der Stadt werde ich auch jetzt in diese Folge blickt so. Da hätte ich meine Finger dann doch da in der Tastatur noch gepackt. Das Juhu mal wieder schnell. Oh Gott. Hier ist doch nichts. Wie auch hier die, nennen wir es mal, Turbinen auch teilweise nachladen. Wie viel hat der andere wirklich ein? Haben wir Maribor auf der Karte. Das wäre ja wahrscheinlich innerorts, ne? Ja. Sind wir auch schon so gut wieder. Maribor kommt für mich auch nicht so wirklich in Frage für eine Werkstatt. Eine Garage. Wären doch eher Richtung, na, rechts gen Süden, Richtung Griechenland. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Von Interesse. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Da fahren wir auch schon mal, ne? Hier bei Balkan Loco.
Haben wir da nicht auch eine Yacht hingefahren? Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Das ist ja schön. Hallo? Wie unnötig. Was ist denn jetzt ausgerichtet? Alter. Was ist denn jetzt hier los? Einmal nur aus dem Kurs aus dem Game raus. Sehr schön. Dann machen wir die Lampen aus und laden die Fracht ab. Ausgezeichnet, Yacht von Napoli nach Maribor geliefert. Gefahrenstrecke 1287 Kilometer. Dauer 1 Stunde 17. Okay, weniger als ich gedacht habe. Aber gut, ich habe ein bisschen großzügig gedacht. Verbraucherkraftstoff 424 Liter, erledigte bei der Faxerstrecke 198 in ETS 2. Wir nähern uns ja 200. Dann kommt mir auch der Covid-Impfstoff hier als beliebte Fracht bald weg. Es gab insgesamt dafür 59.805 Euro und 2.137 Erfahrungspunkte. Damit sind wir jetzt, ja, im Grunde genommen 1.300 Erfahrungspunkte vom nächsten Level entfernt. Das sollte man dann ja auch in der nächsten Fahrt wahrscheinlich erreichen. Das eine ist 100-500 Meter Fahrt. Da wollen wir hin. Wir sind knapp bei 210. Fahrt vorsichtig. Demnächst rechts abbiegen. Machen wir doch. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Mal hin. Immer geradeaus. Den Schlafplatz, den kennen wir auch. Wir sind fertig. Da war ja was mit enger Einfahrt. Wenn wir Leute mit dem Renault, oder? Weiß ich nicht mehr. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.